war ja damals dann auch ganz nah bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern. Oh, die saßen da, hatten ihr Problem gehabt, haben sich da den Kopf zerbrochen und gleichzeitig ein bisschen Lehre gemacht. Und das war, glaube ich, das, wo ich gesehen habe, die haben ja als wissenschaftliche Mitarbeiter auch schon Übungen gemacht, Vortragsübungen in Mechanik. Und irgendwie dachte ich, ja, ich glaube, das macht mir mehr Spaß. Vernetzt euch persönlich, sucht euch Freunde an der Uni, trefft euch in Präsenz, geht im Sommer auf den Campus Beach zusammen, macht irgendwas zusammen, geht auf Studifeste, das gehört auch dazu. Also man muss auch wirklich sagen, das Studium ist nicht nur Lehre. Ich will, dass die Studis was mitnehmen und dass es ihnen Spaß macht und nicht einfach mein Ding da machen und am Schluss kommt eine Prüfung und das ist alles anonym. Also mir hat das immer gefallen und gefällt mir immer mehr, dass es nicht anonym ist. Also ich versuche die auch ein bisschen aus der Anonymität rauszuholen. Ich kenne viele, man sieht sich auf dem Campus Beach und trinkt mal was zusammen. Wir versuchen eigentlich die Welt, und unseres ist jetzt hier die mechanische Welt, abzubilden mit Gleichungen und schon mal so ein bisschen durchzuspielen, und das ist natürlich cool. Ja? Das ist eine tolle Sache. Da spielt so vieles ineinander. Also ich habe einmal ein bisschen braucht, wie gesagt, Mathematik als Werkzeug, habe aber nachher auch den Computer, ich habe Visualisierung. Ich muss nicht dieses System erst bauen, was viel Geld kostet, um es nachher wieder, was weiß ich, hier und da nochmal abzuschleifen oder irgendwas oder was anderes ranzubauen, um es zu optimieren, sondern ich kann es schon davor optimieren und dann erst bauen, wenn ich weiß, jetzt ist es perfekt. Ganz klar, was ich sage, der tollste Ort ist im Sommer auf jeden Fall der Campus Beach. Es gibt ganz viele Sachen an der Uni, die eigentlich nur deswegen so cool sind, weil Studis zusätzlich zu ihrem Studium, das sie haben, sich die Zeit nehmen. Und wenn ich manchmal sehe, wie die sich am Wochenende spätabends treffen, um die Organisation zu planen, zu besprechen und was die denn alles an Zeit reinstecken. Und gerade bei diesem Campus Beach, der Aufbau, diese LKW-Ladungen voll Sand und am Schluss kommt sowas Tolles raus. Wer da mal da war und hat das mal gesehen und sagt, oh, da will ich auch studieren, das ist toll. Da gehe ich aus dem Hörsaal raus und kann auf dem Beach Fanta trinken, ich sage jetzt mal, einen Cocktail trinken oder irgendwas.